Wie wär's denn, wenn wir doch mal unser erstes Haus im Dorf bauen? Und ihr schreibt mir dann einen Namen von dem Typen, der da einziehen soll. Yeah! So ist ein bisschen der Community-Aspekt im Let's Play drin. Und das ist doch, denke ich mal, ganz lobenswert. Und jetzt ein bisschen arrogant zu wirken, aber es ist halt so. Die Frage ist, woraus bauen wir denn unser erstes Haus? Ach, aus Stonebricks. Habe ich hier gerade so schön gefunden und dann dachte ich mir, ach komm, wieso nicht? Lässt sich doch bestimmt einrichten. Habe ich hier noch mehr davon drin? Nope. Hier noch. Achso, das ist Mostone. Nope. Hier haben wir noch ein bisschen Cleanstone. Daraus können wir uns ja die schniekleinen Dinger bauen. So, ich nehme mal auch eine Crafting-Box mit. Die werden wir bestimmt da drüben brauchen. Okay, hier drin habe ich auch schon wieder... Oh, ich gehe jetzt mal schlafen. Oh, ich bin so müde. Ah, jetzt wieder frisch aufgestanden. Denn der frühe Vogel fängt den Wurm. Hier sind auch schon wieder überall Eier drin, hier in unserem kleinen Gehege. Aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wobei, ja, durch die Eier könnten wir neue Hühner machen und dann könnten wir die alten töten, um Fleisch zu bekommen. Aber wir haben ja vorerst genug Nahrung. Und dann ist das, glaube ich, eher unnötig. Aber hier drin ist noch eine Kiste. Und ein Lichtbug. Also ein Lichtbug auf jeden Fall, außer hier irgendwie. Wieso ist hier denn kein Lichtbug? Hä? Verstehe ich nicht. Naja. Müssen wir wohl mit leben. Und jetzt wird das Dorf gebaut. Ich baue am besten mal als erstes das Hauptgebäude. Ich weiß noch gar nicht, wie viel hier reinpassen werden. So an Gebäuden. Boah. 10 Stück oder so würde ich jetzt mal schätzen. So, das Hauptgebäude kommt jetzt mal hier hin. Kurz überlege. Wieder Herr Kollege. Yeah. Ich bin der Rapper aus Berlin. So, da ein bisschen. Dann hier kurz nach hinten. Wo das so ein bisschen an den Wall angeschmiegt ist. Da ein bisschen. So, dann. Ja, geht's ab hier runter. Da so lang. Dann hier runter. Nee. Oder, doch. Nee. Doch. Nee. Ich musste gerade überlegen. Und so klinge ich, wenn ich überlegen muss. Das ist natürlich auch schon wieder das Beste, wo gibt's. Okay, wenn wir das jetzt hier so gebaut haben, dann können wir hier noch ein bisschen dran klatschen, ne? Klingt logisch, ist aber so. Und weil es logisch klingt, ist es wirklich so. So. Das hier ist natürlich auch das Hauptgebäude, das muss natürlich auch am größten sein. Ah, hier kann am besten so ein kleines Dingsbums hin. Ich mache mir schon mal ein bisschen Gedanken. Da kommt dann der Thron hin und so, ne? Ich spoiler kein bisschen. Würde ich auch niemals tun, würde mir auch niemals einfallen. So, da noch ein bisschen. Da. Oder ist das gut so? Ja, ich denke, das wird gut so sein. So. Ich glaube, ich schaffe das nicht mit meinen Vorräten, das noch zuzubauen. Vor allem an der Stelle hier nicht. Nope. Ach, Mann. Und dann geht hier noch so eine gerade Schneise bis hier zur Ecke hin. So. Die tue ich mal dahin. Dann brauche ich noch magische Sachen. Und zwar noch mehr Cleanstone und ich glaube, also beziehungsweise Stone. Nee. Wie heißen die Dinger nochmal? Musterstein habe ich die mal genannt. Musterstein, genau. Ich brauche Musterstein, dafür brauche ich Cleanstone, dafür brauche ich Cobblestone und, naja, ich brauche dann natürlich auch noch Kohle. Weil ich auch nicht mehr so extremst viel habe. So, mal ein bisschen Brot. Om nom nom. Haben wir denn noch Cobblestone? Wenn nicht, müsste ich ein bisschen Cobblestone farmen. Das ist natürlich auch schon mal eine Seltenheit, die man natürlich sonst nicht erlebt. Und es wäre ja auch keine Seltenheit. Mostone, ach komm. Da habe ich noch ein bisschen Cobblestone. Das ist aber nicht mehr viel, ne? Wo ist denn armen Cobblestone hin? Habe ich den verloren oder so?
Na, das ist natürlich. Das wäre natürlich sehr doof. Das ist ein anderer Kabelzone, weißt du das? Oh, ich glaube nicht. Schade eigentlich. Müssen wir uns jetzt extra Kabelzone farmen, ne? Moment, dann mache ich mir jetzt erstes mal eine zweite Spitzhacke, weil mit einer Spitzhacke kommt man da nicht so extremst weit. Und deswegen mache ich eine zweite und das ist natürlich auch schon etwas, was ich gesagt habe. Wer hätte es gedacht? Ich habe etwas gesagt. So, eine Cleanstone. Ach, den kann ich gerade mitnehmen. Obwohl, nee. Doch, den nehme ich mit. Jetzt bin ich schon auf dem Weg. Und zwar, ich habe es vor Ewigkeiten einmal gebaut. Das Gebäude, was wir jetzt brauchen. Und jetzt, schlussendlich, werden wir es doch benutzen. Nach all den Jahren. Ich weiß, Stripmine ist langweilig, aber ich brauche ja sowieso Stein. Und dann kann man ja dabei auch ein bisschen Stripmine. Und dann geht das auch alles schon ganz gut. Und dann bin ich. Willi. Ach, ich brauche noch Leitern, ne? Ach, doof, wie ist das jetzt? Mache ich mir mal gerade ein paar Leitern. Ich hab da immer Holz dabei, beziehungsweise Holz vor der Hütte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Oder? Hoffe ich doch zumindest. Ich glaube, so eine Grundintelligenz kann ich doch von meinen Zuschauern erwarten. Und falls nicht, dann fickt euch alle. Für alle dummen Leute da draußen. Soll ich mich jetzt ficken? Bin ich denn dumm? So, da kommt Crafting Boxen. Und dann. Oh, ey! Das Spiel trickst mich aus. So wie Trixie. Wer kam denn nochmal? Trixie. Weiß ich nicht mehr. Oh Gott, ich habe gerade 24 Leitern. Ist ja voll wenig. Ich brauche mehr. Mehr. Ich brauche mehr Leitern. So. Ich brauche mehr Leitern. Leitern, die im Meer sind. Ja, mit 51 Stück, da kann man schon ein bisschen was erreichen. Da. Dieses Lied ist geil. So geil. Wobei ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Wo kommt denn das her? Keine Ahnung. Kann es sein, dass das von Habisot herkommt? Oh mein Gott. Oder eben halt von incompetech.com. Aber naja, das sind so meine beiden Musikquellen. Die sind bei mir beim Kanal. Stehen die rechts. Yeah! Und so, könnt ihr auch mal vorbeigucken. Bei mir am Kanal, oder im Kanal, oder beim Kanal, oder wie auch immer. Auf dem Kanal. Ich glaube, da kann man alle möglichen Konjunktionen verwenden beim Kanal. Solange es kein Abwasserkanal ist. Yeah! Eisen! Im Eisen gefunden, wir sind reich, Bitches! Reichtum erwartet uns. Viel Reichtum. So, das machen wir auch mal wieder zu. Wir sind ja ordentliche Bürger. Oh. Das war natürlich hundertprozentig so, wie ich es bauen wollte. Natürlich. Tiefer. Bald haben wir zu tief geschürft. Oh, und ich habe gerade vergessen, dass ich ja so das den Seed noch ausblenden muss. Ach nö. Na, vielleicht lasse ich den noch an oder so. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Je nachdem, ob ich es vergesse, den Seed auszublenden jetzt. Weil ich will nicht so, dass alle Leute so auf dieser Map spielen. Weil irgendwann, wenn ich dann mal so ein großer Let's Play sind, dann werden mir alle sagen, wo ich Diamanten finde und so weiter. Und das will ich nicht. Weil dann spoilert ihr mich praktisch. Und das ist doof. Und doofe Leute sind doof. Und ja, ihr könnt mir gerne sagen, ja, wir werden das nicht machen. Nein, wir würden das nicht spoilern. Aber in der Masse gibt es immer wieder Idioten, die das dann machen. Wobei, ich habe auch letztens so ein Experiment gesehen, dass Menschen in der Masse eigentlich schlauer sind, solange die Masse unabhängig ist. Das heißt, jeder unabhängig ist von den anderen. Hier bei Günther LP kann man selbst was lernen. Wow.
damit ist der pädagogische Augenblick oder der pädagogische Moment auch schon wieder weg. So, ich brauche noch Wasser. Oder Rayquaza. Oh, Pokémon, das war auch ein cooles Spiel zum Let's Play. Pokémon, los komm, schnapp sie dir. Pokémon. Ich mag Pokémon. Aber früher hat das sowieso jeder gespielt. Aber ich habe Pokémon gespielt, bevor es cool war. Oh yeah. Jetzt bin ich den Dirtblock noch bekommen. Habe ich auch noch ganz, ganz dringend gebraucht, weil ich bin natürlich so ein armer Hengst und dann brauche ich natürlich jeden einzelnen Dirtblock. Obwohl armer Hengst. Hengst ist ja mehr so ein Frauenheld oder sowas. Dann bin ich ein armer Lurch. L-U-R-C-H. Yay! Eier! Wir brauchen Eier. Und das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt die ganze Zeit so aufnehme, ohne irgendwelche Cuts. Ja, beziehungsweise schon mit Cuts, ne? Aber ohne mit An- und Abmoderation, dann ist das natürlich schon so ein bisschen schwieriger, finde ich. Vor allem, da ich auch die Zeit einschätzen muss und so weiter und so fort. Und weil mir dann irgendwie ein bisschen das Zeitgefühl flöten geht. Ich sehe heute im Hintergrund, wie es flötet. Okay, das war wohl die schlechteste, ja, Flöten-Nachmache, die es überhaupt hier gibt. So, da noch was. Da-da. Da-da-da. Da-da-da. So, schmelzen wir uns Cobblestone und legen uns schlafen. Oh, ich bin schon wieder so früh aufgestanden. Wieso gehen die Tiere alle dahin? Zumindest spiele ich nicht im Multiplayer, weil dann würden die ja alle rausglitschen aus dem Zaun hinaus. Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, der auch auf einem Server mal gespielt hat. Das ist alles ganz, ganz schlimm. Also Minecraft und der Online, Online-Modus, das ist bei Tierhaltung ganz, ganz schlimm. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber die Musik ist gerade schön. Und das ist doch schon mal etwas. Mann, wieso muss ich den Wald doch aus den Stämmen bauen? So, die Grundmauern von dem Hauptgebäude sind fertig. Und ich weiß, es sieht sehr, sehr krüppelig aus. Ich meine natürlich behindert. Aber naja, wir werden das wohl schon in die passende Richtung lenken, so dass es später schön aussehen wird. In Klammern hoffentlich. Und natürlich hier im Hauptgebäude, da werde ich natürlich erstmal ich meine Residenz aufbauen. Beziehungsweise meine Residenz haben. Aber ihr habt dann hier noch genug Platz, um eurer Kreativität in Sachen von Namensgebung frei zu lassen. If you know what I mean. Show, dann ist der einzelne Baum immer noch. Der steht da schon seit Jahren.